Zap, zap, Freunde, so, da sind wir. Jetzt werde ich euch mal zeigen, wo das Problem ist, wenn der Fernseher jetzt sechsmal blinkt und nicht angeht. Einfach nur blinkt die Power-LED. Ich habe jetzt die Rückwand abgenommen. Da haben wir das Mainboard und da haben wir das Netzteil von dem Fernseher. Ist ein ordentlich großes Stück. Und jetzt zeige ich euch, woran es eventuell liegen kann, an diesem Fernseher, warum der sechsmal blinkt und nicht angeht. So, wir haben alle Kabel jetzt abgenommen, das Netzteil abgeschraubt. Als erstes gucken wir alle Kondensatoren durch, dass sie alle gerade sind, keine Wölbung haben oder aufgerissen sind. Wenn alle gerade sind, ist alles bestens mit den Kondensatoren. Und dann achtet drauf, auf diese Verfärbung. Seht ihr? Da gab es anscheinend einen Kurzschluss, die Dinger sind durchgebrannt. Und da ist eine eindeutige Verfärbung, also wurde es sehr heiß. Und hier seht ihr, das Ding ist durchgebrannt. Da ist abgebrochen. Aber nicht mit den Fingern anfassen, weil da könnte noch Spannung drauf sein. Aber wenn wir genau hinschauen, seht ihr, da ist eine Verfärbung. Also diesen Defekt eindeutig. Deswegen kann da auch nichts funktionieren. Und das ist die Einheit für die Hintergrundbeleuchtung, dass der Fernseher überhaupt angeht, Licht gibt. Und die sind hier anscheinend alle durchgebrannt. Das heißt, ich muss die jetzt alle auslöten und neu reinlöten. Zum Glück habe ich noch ein Netzteil, wo ich die Teile als Ersatzteillager nutze. Aber das Problem ist auf jeden Fall gelöst. Da können wir auch von der Seite gucken. Seht ihr? Eine eindeutige Verfärbung. Am einfachsten wäre natürlich jetzt das Netzteil komplett anderes einzubauen, aber das Problem ist, find mal so ein Netzteil. Es ist schwer, manche Fernseher überhaupt zu finden. Und da das schon ein älteres Modell ist, ist natürlich nicht so einfach, das Netzteil zu finden. Das heißt, ich muss die Dinger hier erstmal rauslöten, neu reinlöten und dann mit der Hoffnung, dass es wieder funktioniert. Weil durch diese Verfärbung weiß ich nicht, wie groß der Schaden ist. Aber es liegt eindeutig an den zwei Sachen hier. Nichts anderes. Vielleicht haben wir Glück, wenn wir die jetzt ausgetauscht haben, dann müsste eigentlich problemlos funktionieren. Und das werden wir jetzt rausfinden.